ein Weg in eine ungewisse Zeit. Durch Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan und wir sind erstmal in der Blackbox drin, zusammen mit Endos. Hallöchen. Hallo. Und wir spielen das teuflische Diorama. Und das scheint zu einem ganzen Universum von dem zu gehören, die alle sagen, in irgendeiner Form. Der scheint seine ganzen Level zu promoten. Ja, okay. Follow me, nein, das werden wir ignorieren, Freunde. Aber nö, mal, aber generell. So, Omnions Obelisk, sind wir schon am Quantum, oh, sind wir im zweiten Teil davon. Perplexing, oh, das sieht ja wie ein Mund aus, da oben rechts. Ja. Unsere Collab Board Games. 12 Creator, 12. What? Oh, das hört sich geil an. One Epic Escape. Ja, das hört sich wirklich geil an. Das hört sich aber eine vielfahrende Aufnahme für euch an, Freunde. Oh ja. Übrigens hier, Freunde, Warnung. Mit Controller ist das nicht kompatibel. Man muss es mit Tastatur und Maus spielen. Tun wir. Deswegen. Bin noch nicht auf die Idee gekommen, dieses Spiel mit Tastatur und Maus. Das ist der Start. Okay. Oh. Ja, Checking super. Quantum Course. Okay. Checking Saum. Okay. Initialisierung des Source Watchdog. Parallel Universe One. So, ja. Dankeschön. Das erklärt, warum die Gigabyte. Digga, geht's dir noch gut? Ja. Ach, guck mal. Und hier auf dem Modell sieht man, was jetzt gerade hier für Räume frei sind. Ja. Ey, guck mal, die Tür. Warte, ich muss. Ich kann mit dem Shelf interagieren. Ja. Vor allen Dingen, die eine Tür war zu, die hat wie das Große da hinten reagiert. Ich habe die Tür aufgemacht, ging da in der Diorama die Tür auf. Ja, ich interagiere mit dem Shelf und kann hier die Tür aufmachen. Geil. Übrigens, ich habe hier einen Diorama-Block gefunden. Ja. Falls 108. Okay. Warum ist das falsch? 1906. Okay, gehen wir mal weiter, Freunde. New Message. Terminal. Sollen wir draufklicken? Ne, das war ja, eins. Mach okay. Mal. Printing. Oh. Ich mag das. Jetzt schon. Incoming Transmission. Hello. Is this thing on? Can you hear me, Doctor? I'm Dr. Morwen Collins. I was on your research assistant at MIT. Oh. I don't remember... you don't remember me, do you? It looks like the transference did a real number on you. I know you have a lot of questions and things don't seem quite real. But right now, we have to focus on getting you out of there. See if you can find... some sort of exit. End of transmission. Mhm. Okay, die sagt uns, wir sollen entkommen. Was für eine Überraschung. Genau das. Genau darum wollte ich dich gerade bitten. Gehst du mal bitte zu den Typen auf dem Foto? Er hat mich eingesperrt, Freunde! Okay, hier ist ein Kreuzzeichen. Ist irgendwas... Gottzeug, Umbrella. Genau, da an der Wand. Bevor ich den zurückschiebe. Oh, ich habe hab die Diorama-Block gefunden. Ja, nice. Kartonbox. Sag Bescheid, wenn ich den Schrank wieder zurückschieben soll. Lass mich mal raus. Da scheint nichts hinter zu sein. Der schiebt sich nur an die Wand. Interessiert mich mal eins. Kann ich. Oh! Man setzt ihn an und guck mal hier. Neuer Raum ist erschienen. Ah, in der Cardboardbox war auch noch ein bisschen was drin. Da ist ein. Da, okay. Hier sind ein paar Bilder. Ah, guck mal, hier müssen wir wahrscheinlich... Alter, ich habe eben so ein Ding gesehen. Diamond Emblem. Ah. Ja, deswegen habe ich das gerade dahingestellt und aus der Kiste rausgeholt. Und ein Toy Crank. Ich nehme mal mit. Weil ich habe hier im Nebenraum was gefunden. Wir scheinen hier... Ja, wir müssen noch drei von den Dingern finden. Diamond konnte ich einsetzen. Wir brauchen noch Kreuz, Pick und Herz. Desert Star. Gott. Dog. Nein, so wie das geschrieben ist, Doc. Warte mal. Pool und... Da, hier, auf der Seite hier. Du hast, warte, war ein Doc? Ein Pool? Ja. Was noch? Desert. Wüste? Ich habe keinen Desert. Vielleicht ist auch Dessert gemeint. Dessert? Ach also so, Nachtisch. Wenn Kuchen hier zum Beispiel, ja. Ja. Cake Dessert, but, na ja, okay. Ja. Star. Stern. Doc hattest du? Ja. Pool. Pool hatte ich auch. Und Nitz. Cat, Hamburger, Drama, Crescent, Tennis? Oder was? K-N-I-T-S. Da muss ich mal angucken. Ach, die Stricknadeln. Ah. Knitting. Und, aber weißt du, was das Problem ist? Das Herz ist falsch herumgeschrieben.
Ja. Und es snappt auch nicht ein. Warum nicht? Das heißt, wir müssen da noch was mit tun. Guck mal, da ist auch eine große Nummer noch. Was ist das hier? Die Bilder hier haben bestimmt auch noch was zu bedeuten. Komm ich da oben dran? Ne, komm ich nicht dran, verdammt. Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Der was? Typ mit der Pistole hier zielt auf das Ding. Guck mal, was ich angestellt habe. Ja, du hast den Raum gedreht. Und hier hinten ist noch was drauf. Hier ist der Toy Crank. Ah. Na, und dadurch ist hier hinten noch aber was drauf. Aber guck mal hier hinten. Jetzt ist aus dem Four Falls ein True geworden. 98061, ja. Okay. Wow. Warte, das kannst du mir gleich nochmal sagen. Hier ist nämlich eins. Oh, ich habe übrigens einen Suits-Raum gefunden. 98061. 8061. Zack. Ja, guck mal, da links, und mal links. Da öffnet sich was. Aha. Okay. Jetzt haben wir einen Spiegel. Und im Spiegel ist das Ding richtig rum, was vorher verkehrt rum war. Sprich, okay. Du musst das hier im Spiegelraum einsetzen. Aber wie komme ich in den Spiegelraum rein, ist jetzt die Frage. Wie wäre es mit dem Butterfly Room Mirror, den wir hier freigeschaltet haben? Gute Idee. Das heißt, da können wir das Herzchen einsetzen, oder nämlich auch. Ja. Oh, ich wusste nicht, was mit dir passiert, wenn ich dich, Mirot. Ja, guck mal, jetzt das Herz. Ah, 3? Passt das rein, wunderbar. Hier steht's auch als Note. If one person is inside this room while it is being swapped, all players will be teleported out. 1, 2. So. Ja, jetzt ist das Herzding auch drin. Okay. Das haben wir schon mal gelöst. Okay, das war dafür. Okay, hier sind ein paar Nummern. Was ist das hier? Ah, das hier müssen wir so drehen, vermutlich, dass der Typ hier an seine Zielscheibe kommt. Dass er schießen kann, oder? Wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen den erst anmachen, wahrscheinlich. Ich habe ja noch einen Raum gefunden. Warte, ich muss mal den Raum wegmachen, den Butterfly Room. Ich habe ja noch den anderen, in dem ich hier... Wir haben jetzt einen Suits-Raum. Ja. Da ist ein großer roter Knopf, Freunde. Wollen wir... Das ist ein ziemlich fettes Zeichen. Ich glaube, da müssen wir noch was tun. Guck mal hier rein. Die Räume sind genau wie die... Boah, wie hat ja, ja, denn? Eben. Deswegen habe ich ja hier das Schild eben benutzt. So, und du kannst jetzt hier das, wenn du den hingesetzt hast... Wie komme ich jetzt an dieses Ding da dran? Ich will das Spade rausnehmen. Kann man das irgendwie rausnehmen, das Spade? Weil das ist genau die Größe, die wir brauchen. Ja. Nee, warte, ja, warte mal, machen wir es einfach so. Genau, und jetzt müsstest du es rausnehmen ja, können. Ja, das konnte ich rausnehmen. Und jetzt brauche ich den Butterfly Room. Und das... Um es da reinzusetzen. Pick da. Jetzt fehlt nur noch das Kreuz. Wir haben ja... Ja, mich interessiert nur eins. Ah, hier ist das Kreuz. Da sind Zeichen drunter. Flower Button, Ratte, Gott, Horse... Butterfly, Tiger. Ah, guck dich das an, Freunde. Da haben wir Bilder. Endres. Ja? Guck dir das mal hier an. Da sind 5 Zeichen drunter. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas drücken oder 10 Zeichen. Und ja. Die Bilder hier. Hier haben wir Butterfly zum Beispiel. Ja. Also das heißt, ich gehe mal den Butterfly drücken. Wir haben einen Elefant hier, einen einsamen Baum. Ach du. Gott, Zeus, Red, Happy Face, Devil, Figure 8, Dressed, Flower, Stings, Horse und Umbrella. Stings, das Stings habe ich auch irgendwo gelesen. Guck mal, guck euch das an, Freunde, das Spiegelbild, wir haben eben Gott gelesen, guck mal, das ist ja andersrum hier. Das ist Wets, Loop, Sting, okay. Warte, Gott, sag mir das nochmal. Und Gott habe ich. Stink. Reds. Stink habe ich. Gott und Loop. Gott habe ich und Loop habe ich. Das andere ist ein S-T-R-E, Stress. Irgendwas mit Stress. Ja, Stressed. Also im Sinne von Stress. Und habe ich. Wets. Okay. Spades. Coole Kacke, Freunde. Wir rasieren hier aber gerade. Okay, was war das? Ich habe einen Pup gehört.
Ist hier was? Ich vermute mal, irgendwo ist das Auge für den Totenkopf hingefallen, oder? Ah, nee. Oh, Freunde. Mitten im Raum geht eine Kiste auf. Wir sind blind. Ja, da ist der Schlüssel drin. Möchtest du vorher noch die New Message hören? Das sind möchtest du vielleicht? Ah. Genau. Der Kacke, wir brauchen keinen... okay. Ach du Scheiße, jetzt sind wir ja klein. Jetzt sind wir auf dem Tisch, Digga. Ja. Aber man kann nicht runterfallen. Okay, wir hören sie an, Freunde. Der nervt gerade. Incoming transmission. It's just I feared. The simulation has become self-repeating. There is no exit. Nicht gut. Change of plans. We are going to have to destabilize the system and trigger the crash. There's no way we can shut down the system. Oh, scheiße, from the outside. Lest we lost you completely. It's all up to you. Look for some way to trip out of the logic procession unit. Wir sind auf uns selbst überstellt, Alex. Das ist aber toll. Wir haben hier hinten noch ein Rätsel. Ach, guck mal, hier ist ein Au. Hier ist was Auge, oder bin ich jetzt blöd? Das ist der Laser, der vorher hier auf den Spiegel und anschließend hier rein, um das abzuschließen. Was passiert, wenn ich den jetzt drehe, wenn du drin bist? Warte mal. Okay, du wirst dann werde ich raus teleportiert, wie bei dem anderen auch. Mach mal wieder original, bitte. Nein, warte mal. Freunde. So, Alex, komm mal raus. Ich bin in der Mitte. Nee, ganz raus. Auf den Tisch. Zum Runterspringen. Guck mal hier. Ja. Aber wir haben den Schlüssel dafür nicht. Doch, wir haben der gehört bei drei Sachen, den wir haben. Okay. Ja, dann. Laser, das ist ein Laser Orb übrigens. Das heißt. Ah! Aha. Ach, dann kommt er da rein und da. Ah. So, der ist auf der 7, so wie es aussieht. Ja. Also ist das immer auf die 7 drin, oder verstehe ich? Nö, verstehe ich genauso. Sag, wenn du es eingestellt hast, dann drehe ich. Warte, ich gehe raus, weil ich werde sonst raus teleportiert. Das ist halt. Aha. Arsch. Und jetzt ist er auf der 9. Sag, wenn du eingestellt hast. 9. Jetzt ist er auf der 15. Ja, ist auch die 15. Ich habe mir gehoben, ob er eine Treppe oder was trifft. Hm. 15. Hast du? Ja. Und das letzte, Freunde. Dann sind wir mal gespannt. Das ist die 4. Wir finden jetzt den Diorama-Raum im Diorama-Raum. Ja, und wir haben eine neue Nachricht, wie wir gehört haben. Oh. Painting. Incoming transmission. We found the root model. You should now be able to generate an infinity parallel series and well, it's all theoretical at the point. None of our analysis can predict what's going to happen at this point. No matter what happens, it's been an honor working alongside you. See you on the other side, Doctor. Juhu. Also, ehrlich gesagt, der Typ macht mir keinen Mut. Aber, 3... Also wir bauen jetzt in den Diorama-Raum rein. Also quasi einen endlosen Rattenschwanz. System Crash. Guck mal da oben. Hältst du für eine gute Idee weiterzugehen? Ja. Kennst du Shining? Okay, doch kein Shining, Freunde. Ja, ich würde mal sagen, war ein geiler Raum. Dieses Raum im Raum fand ich sehr interessant. Thema. Vor allen Dingen, wie er es angestellt hat, das fand ich geil. Du drehst in einen Raum und das im Diorama und der Raum dreht sich. Also da steckt viel Liebe drin. Und wir haben den ja noch mehrere gebaut, Freunde. Also könnt ihr euch auch spannende Folgen freuen. Gebt natürlich einen Daumen nach oben, wie hoffentlich ihr auch macht. Aber dann, Freunde, wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und sage bis zum nächsten Mal. Euer Anime-Fan. Ciao, ciao. Tschüss.